Und es wurde gesendet. Perfekt, weiter geht's. Geil. So, wir kennen die hier ja noch. Die da oben. Und hier waren die Gargoyles. Ey, wisst ihr noch die Gargoyles? Das ist schon so lange her. Oh, ist das schön, hier zu sein. Aua. Tolle Begrüßung. Und wieso überlebt er den Schlag? Irgendwie habe ich euch vermisst. Euch alle. Ihr seid mir so ans Herz gewachsen und ich habe euch so lange nicht mehr gesehen. Ihr blöden Penner. Gut, aber nach diesem Sumpfgebiet und diesem, dieses Gift und die Kanalisation, da waren wir ja überall schon und es war einfach nur, es war so eklig. Es war nicht schön. Es war keine schöne Zeit. Aber jetzt sind wir wieder hier beim Superschmied und der wird uns jetzt helfen, dass wir ins Fortress können. Das Fortress wartet hier auf uns. Genau hier. Und zuerst gehe ich ans Leuchtfeuer. So, und jetzt wartet. Zauberei einstimmen, genau. Wieso kann ich den Super Chaos Feuerball nicht machen? Aufladung. Okay. Wieso kann ich den nicht einstimmen? Hallo. Ich würde dich gerne einstimmen. Ich stimme mal den Giftnebel ein. So, und jetzt wartet mal. Jetzt will ich das mal eben ausprobieren. Können wir jetzt einfach... Wir werden dadurch nicht vergiftet. Geil. So, wartet mal. Zauberei einstimmen. Und ich habe wieder voll. Alles klar. Also dieser Zauber verbraucht sich wohl nur temporär. Und... Ey, wie geil. Aber wartet mal. Was macht doch mal... Der andere heilt uns von irgendwelchen Effekten. Ich glaube, der wäre jetzt praktischer. Hallo. Der andere wäre, glaube ich, echt praktischer. Hier, Linderung. Ich will Linderung. Ah, ungenügend Werte. Ja, gut. Nö, och Mann. Nee, ungenügend Werte sind scheiße. Egal, jetzt hat es mir das Zaubern angetan, ey. In meinem nächsten Leben als Dark Souls-Spieler werde ich Zauberer, ohne Scheiß. Das ist richtig geil. Hey Crystal, wie geht's? Da ist die Crystal auch im Stream mit dabei, ist das nicht schön? Große Glut hergeben. Jetzt habe ich leider gerade auf dem... Ich dachte, er sagt seinen Standardsatz, aber... Hat er nicht gemacht. Ja. Magnificent. You won't be disappointed. I can hardly wait to... Okay. Hast du jetzt einen neuen Gegenstand? Nein, das Super DLC-Wappen. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz den Chat lesen. Aber du brauchst einen gewissen Wert in Int oder willst, um sie nutzen zu können. Das ist wahrscheinlich auch richtig. Aber er kann ja noch in Beweglichkeit investieren. Also in Beweglichkeit werde ich definitiv noch investieren. Und, ja, Chrissy, ich habe mich lange nicht gemeldet. Das kann ich zurückgeben. Also. Gut, was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Genau, ich wollte eigentlich meine Waffen verstärken hier. Wie war das? Krummsäbel sollte ich hochmachen, ne? Genau, ein Krummsäbel. Ich habe ja genug.
So, jetzt habe ich meinen super Krummsäbel. Und jetzt wartet mal. Jo, ich weiß. So. Genau, Krummsäbel. Erstmal, mein Langschwert hat 120. Der Krummsäbel hat auch 120. Erstmal. Okay. Sieht gut aus. Und jetzt die Seele draufklatschen, ne? Die von der Hexe. Need anything? Ausrüstung. Waffe verstärken. So. Achso, ne. Ausrüstung umwandeln. Oh. Da kann ich tatsächlich, ja. Hm, weiß ich noch nicht. Ich würde gerne mal irgendeine Seele irgendwo drauf machen. Kann ich meine Rüstung? Ja, meine Rüstung könnte ich theoretisch auch verstärken. Werde ich auch mal. Ach nee, die hier kann ich nicht verstärken. Schade. Sieglermaske. Funkeltitan fehlt mir hierfür. Okay. Gut zu wissen. Jo, bis denne. Tschö, tschö. Also gut, ich habe ja die Seele von dieser komischen Tussi gekriegt, ne? Wartet mal, wo war denn das? Die Seele von der. Genau hier. Oder fertige eine einzigartige Waffe. Wenn ich jetzt. Kann ich das einfach im Menü auf die Waffe anwenden, Tobi? Sag mal bitte. Wenn ich jetzt nämlich auf A drücke und dann die Seelen dafür kriege, das wäre ja voll für den Arsch. Also, kannst du mal bitte sagen, ob ich halt das im Menü machen kann oder ob ich zu einem speziellen Schmied muss. Falls ich zu einem speziellen Schmied muss und er noch kommt, dann können wir das erstmal vergessen. Dann kannst du mir da Bescheid geben. Einfach, dauert noch, muss zu einem speziellen Schmied. Falls nicht. Ja. Einfach Bescheid sagen, Tobi, ne? Kennst ja. So. Dann gehen wir mal weiter in dieses Vor. Den Anfang kenne ich. Den kenne ich noch vom Giga Gameplay. Im Livestream. Hier muss man nämlich auch gut auf den Boden achten, weil seht ihr diese Plattform? Ganz genau. Was? Nicht getroffen? Ja, so eine Scheiße. Hä? Na? Boah, Alter, der zimmert aber. Hör mal auf, so zu zimmern. Also die kann man auch in die Falle locken, dass die halt vergiftet werden. Oder dass die halt getroffen werden. Habe ich jetzt aber nicht hingekriegt. So, getötet habe ich dich trotzdem. Und du hast ein Schlangenschwert. Geil, wir haben ein Schlangenschwert. Können wir das gleich mal ausrüsten? Ich wollte eh noch wissen, was ist denn eine Schneide eigentlich? Okay. Das sieht lustig aus. Streitaxt, Schlachtermesser, Riesenkeule, Speerflügel, Hellebarde.
Schlangenschwert. Wie viel Schaden macht das Ding? Ich glaube nicht so viel, ne? Ne, 110 ist ja fast gar nichts. Der Zweihänder, mal gucken, wie der so wird. Boah, der ist ja riesig, ey. Aber ich glaube, dafür bin ich noch ein bisschen schwach. Oder? Egal, guck mal einfach, was kommt. Ah, da ist ja noch dein Kollege. Wow, okay. Also damit kann ich dich zu Boden schmettern. Ist aber jetzt nicht so geil. Da haut das schon mehr rein. So, passt auf. Jetzt wird's lustig. Ja, lustig. Oh shit. Okay, ist doch nicht so lustig. Nicht so lustig. Okay, das ist jetzt wiederum lustig. So. Also damit hätten wir dich auch geplättet. Dann will ich doch wieder andere Ausrüstung haben. Mein super geheimes, gerades Kristallschwert, das wir leider nicht reparieren können. Also wenn mir das mal kaputt geht. Nein, das wollte ich nicht. Oh, guck mal, das hält nicht mehr so lange. Unser geiles Schwert ist bald im Arsch. Dann muss ich mir neues aus der Kanalisation holen, ey. Ohne das Schwert mache ich hier nichts mehr. Das Schwert haut echt rein, das Kristallschwert. So, was seid ihr? Seid ihr auch was? Nein. Gut. Also nein, du kannst das bei ihm machen, glaube ich. Aber du brauchst noch eine andere Glut, die du erst später bekommst. Und das Krummschwert muss auf plus 15 sein. If I remember right. Geh mal ein bisschen weiter rein und hol dir eine starke Waffe. Okay. Ja, ich wollte es jetzt sowieso in Angriff nehmen. Also ich kenne, wie gesagt, den Anfang kenne ich. Ich weiß auch, dass wenn ich da runterfall, dass dort die alten Typen sind. Die kennen wir schon, ne? Also zumindest den kennen wir. Der macht uns One-Hit-Down. Also ich darf nicht runterfallen. Sag mal, was habe ich eigentlich eben gesammelt? Ich passe nie auf, wenn ich irgendwas einsammle. Ein Drachenstein. Jetzt wüsste ich gern, was ich eben gesammelt habe. Das passiert, wenn man nicht aufpasst beim Livestream, ne? Man vergisst einfach Sachen. Naja, wir haben... Haben wir vielleicht eine Waffe gekriegt? Ich glaube nicht. Wie dem auch sei, wir haben irgendwas gesammelt. Ich denke mal nicht, dass es die super starke Waffe war. Ich werde sterben, Leute. Spätestens bei dem Typen da. Komm. Das war mein Plan. Hat besser funktioniert, als ich gedacht habe. Okay. Da ich keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Ah, da oben. Guckt mal, das ist ein Magier. Also schätze ich mal, werde ich erstmal den Magier plätten. Oh nein. Ach du Scheiße. Da ist eine Truhe. Schlange. Ey, die hat aber eine heiße Zunge, du. Jo. Also für den ersten Versuch bin ich, glaube ich, relativ weit gekommen. Also auf zum nächsten Versuch. Juhu. Ich freue mich so. Auch wenn ich jetzt spoiler, du kriegst ziemlich am Anfang den Blitzspeer. Oh ja, geil. Den will ich haben. Ich weiß zwar nicht, was er macht, außer Blitze werfen, aber er wird cool sein.
Mit viel Glück kriegt man beide getriggert und kann beide vergiften. Jo, einen habe ich schon getötet. Seht ihr, dafür ist die Falle gut. Ich würde dich gern von hinten erstechen, aber das ist mir leider nicht vergönnt bei dir. Du hässliches Schlangenvieh. Na dann. Willst du mich ausmoven oder was? Outmoving! Verboten! Hallo? Ja, so lang ist dein Hals dann auch nicht. So. Und das war's mit dir. Gibt mir leider nur ein paar Seelen und sonst nichts. Das ist eine Herausforderung. Aber ich nehme sie an. Ein bisschen spiele ich noch. Irgendwann wird der Stream dann auch vorbei sein, aber noch fühle ich mich stark. Noch fühle ich mich bereit, mich diesem vorzustellen. Na komm. Genau, schieb dich wieder runter. Okay. Oh nein! Oh nein. Stimmt, den hatte ich ja ganz vergessen. Den hatte ich ja ganz vergessen, den Magier. Ey, ich habe den Giftnebel ausgerüstet. Theoretisch kann der mir gar nichts. Theoretisch kann ich ihn vergiften. Außer er ist immun. Komm, dich kannst du auch runterschieben, oder? Ja! Ja. Der ist sogar gestorben. Es speichert. Oh! Oh! Gib mir, was da drin ist, ey. Eine große Scherbe. Zum Glück hatte ich mein Schild offen, ey. Ich bin fast draufgegangen. Ach du Scheiße. Okay, weiter geht's. Lass mal gucken. Oh, da ist schon wieder so ein Typ. Alter, der würde mich töten. Oh. Geil. Ja. Komm, schmeiß dich runter. Ja. Ja, schmeiß dich runter. Ich bin hässlich. Und stirb. Oh. Ja, der pennt, glaube ich. Guckt mal. Ich glaube, der pennt. Der sieht auf jeden Fall sehr müde aus. Dann wecken wir ihn doch mal. Irgendwie sieht es hier sehr nach Kugelrollen aus. Kugelrollen? Böse. Oh. Ich wollte dich eigentlich von hier oben runterschmeißen, aber so geht's natürlich auch. Ich sehe nichts. Ich warte. Oh. Oder geht's wohl zu einem Boss? Komm her.
Oh, war keine Absicht. Tschüss. Oh, war schön mit dir. Oh, das ist geil. So, wann kommt die Superkugel? Da kommt die Superkugel. Lustig. Oh, Alter. Ich habe hier echt Angst. Hier könnte überall eine Falle sein. Okay, was haben wir hier? Ein Hartstahlring. Gott, jetzt muss ich noch mal ganz kurz den Chat lesen. Ich fühle mich für den Moment sicher. Das muss ich ausnutzen. Eine Kiste, die mit dem Blitzspeer, ist ein Mimic. Öffnen means Instadad. Hat mir jetzt Spaß gemacht hier, aber ich gehe jetzt selbst was zocken. Abonniert habe ich, also komme ich auch gerne beim nächsten Mal wieder vorbei. Dankeschön, das freut mich, Bathos. Dann dir noch einen schönen Abend. Und ja, danke, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Und ja, ich hoffe, du warst halbwegs gut unterhalten. Gut. Gut, gut, gut. Und danke, dass du mir die Qualen erleichtern willst. Das weiß ich sehr zu schätzen, Tobi. Ich schätze mal, ich muss da jetzt rein, ne? Ja. Dann gehen wir da rein. Kommt der? Komm hier rein. Wieso interessiert es dich nicht, dass du über den Schalter läufst? Funktioniert wohl nur beim Spieler, hä? Ihr fiesen Entwickler, ey. Dann komm doch her. Wow. Wow. Oh nein, das war ein Fehler. Ja. Zweimal schlagen und blocken. Ich muss es lernen. Ich muss es echt lernen. Was hast du gedroppt? Schlangenschwert mal wieder. Damit habe ich schon fast gerechnet. Hau einfach ab, jetzt diesmal die Kiste einmal, bevor du sie öffnest. Okay. Alles klar, Tobi. Alles klar. Ah! Oh! Nein, das war der falsche Weg. Falsche Richtung. Blöder Penner. Holy. Holy. Okay. Puh. Alter. Okay. Ich denke mal, das hier ist die Kiste, von der Tobi im Chat als geredet hat. Eine Kiste. Die mit dem Blitzschwert, das ist ein Mimic. Wenn ihr nicht wisst, was ein Mimic ist, das sind Gegner, die sich als Kiste verkleiden.
Jo, das ist er. Danke, Tobi, für den Tipp. Hässlich. Du hässliches Mistvieh. Keiner mag dich. Ich dich auch nicht. Keiner wird dich jemals mögen. Weil du hässlich bist. Deine Hässlichkeit steht dir ins Gesicht geschrieben. Und du bist dünn. Hässlich und dünn. Du hässliches, dünnes Drecksvieh. Keiner wird dich jemals mögen. Oh, okay, außer ich. Ich mag dich. Und jetzt nicht mehr. Oh, danke, Tobi, für den Tipp. Ohne Scheiß, ohne dich wäre ich im Arsch gewesen. Blitzspeer, wir haben den Blitzspeer. Oh.